Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Body Personal Training. Ich empfange euch heute mit dem zweiten Part von Diät, Hacks, Abnehmen, Hacks, Definitionshacks und so weiter und so fort. Und zwar kommen wir jetzt zum ersten Tipp von diesem Video, aber zum vierten Tipp allgemein. Und das sind Heißhungerattacken. Jetzt, wenn wir davon ausgehen, ihr wäret in einer Diät drin, vielleicht schaut ihr am gescheitsten noch schnell Part 1, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dass ihr ein bisschen wisst, von was wir reden. Wenn ihr drin wäret und wirklich sehr kalorienreduziert esset, dann kommt es leider einfach häufig vor, dass Heißhungerattacken entstehen. Der Körper ist sehr reduziert und er möchte ja das eigentlich nicht. Also eigentlich arbeitet er wie so ein bisschen gegen euren Körper. Und durch das will er ja eigentlich immer wieder seine Speicher auffüllen oder will zumindest die Energie, die er braucht für den Alltag. Und durch das entstehen einfach Heißhungerattacken. Durch die Heißhungerattacken sagen wir oftmals, essen wir dann nicht Äpfel und irgendeine gesunde Banane oder ein bisschen Vollkorncracker oder was auch immer. Ich glaube, wir verstehen uns. Und durch das kommen sehr viele Kalorien in kurzer Zeit rein. Da ist tatsächlich mein Tipp, und ihr seht das auf meinem Channel, ich sehe das überall, wo ich irgendetwas poste, macht es ausgewogen. Wenn ihr die, ich sage jetzt einfach mal die Zahl, 2000 Kalorien an einem Nachmittag schnell einbuttert, wieso splittert ihr das nicht auf? Es gibt so viele Menschen, die so ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie Schoki essen. Aber es macht es ja dann eigentlich nicht besser, wenn ihr einfach all in einer Stunde einnehmt. Sondern, und häufig ist es ja dann auch so, dass die Leute das Gefühl haben, ja, jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an, oder? Aber genau dann kommt es eben noch ein bisschen drauf an. Aber zu dem kommen wir ein anderes Mal. Und darum, ich bin der klassische Typ. Nehmen wir die 2000 Kalorien und ich sage, ich weiss, von was ich rede. Ich habe die Heißhungerattacken all durch. Nehmen wir die 2000, sagen wir 2100, das macht es ein bisschen einfacher zum Rechnen. Und wir nehmen das durch 7, dann haben wir 300 Kalorien pro Tag, die ihr ja eigentlich so ein bisschen einbauen und dann einfach dann das Süße essen. Das heisst nicht, dass ihr 300 im Plus sein müsst. Ich will euch einfach schnell sagen, anstatt der Cheat Day oder das Cheat Meal oder was auch immer, teilt es doch einfach auf. Es gibt euch ein besseres Gefühl. Euer Körper kann viel ausgewogener leben. Ich sehe vor allem auch vielleicht ganz, ganz schnell so einen Exkurs bei diesen Diät. Programm und so, wenn man die ein bisschen beobachtet, gerade auch die das rausgeben teilweise, müssen mal schauen, die essen ja meistens 6 Tage sehr, sehr, sehr reduziert und am 7. lassen sie es komplett ausarten. Also sie haben am 7. irgendeinen Cheat Day oder was das auch immer mag sein, was alles einbuttert. Wenn man sich das alles mal ausrechnet, der Grund, wieso dass die nicht zunehmen, ist, dass wenn man der Durchschnitt von diesen 7 Tagen nimmt, kommen die ziemlich genau auf ihren Grund- und Leistungsumsatz. Ich frage mich einfach, wieso essen sie dann nicht einfach an 7 Tagen ihren Grund- und Leistungsumsatz? Weil das würde es ja viel cooler gestalten schlussendlich, weil dann kannst du einfach jeden Tag normal essen, anstatt 6 Tage voll reduziert und den 7. einfach ausarten lassen. Aber eben, das ist meine Meinung. Ich will da gar niemanden angreifen, der das so macht. Das ist euch überlassen. Aber so können Heißhungerattacken entstehen. Heißhungerattacken hat man sich oftmals nicht mehr so im Griff. Und durch das nehmen wir einfach sehr viele Kalorien zu euch, die sonst nicht notwendig wären oder wo euer Körper nicht darum betteln würde. Was ihr könnt machen, das habe ich letztes Mal gehört, das finde ich eigentlich noch eine gute Idee, ist, dass ihr wirklich einfach 10 Sekunden wartet vor dem Schrank, euch das schnell durchgeht, einfach nochmal Gedanken dazu machen und dass ihr nicht gerade dran geht. Einfach, dass ihr euch 10 Sekunden Zeit lasst, und das Ganze einfach überdenken, weil möglicherweise könnt ihr euch in dieser Zeit etwas parat machen oder ihr könnt auf die Idee kommen, ich mache einfach einen Teller Spaghetti oder was auch immer, aber dass ihr 10 Sekunden habt, um darüber nachzudenken. Dann kommen wir zum zweiten Tipp von diesem Video. Ich muss schnell abspienzeln. Und zwar sind das zu viele heftige Workouts. Auch da, ich habe viele Beispiele zu diesem Thema. Ich behaupte, ich habe eine Zeit lang auch zu denen gehört.
Und zwar ist, man kommt ja dann irgendwann so ein bisschen, irgendwann packt es einmal so ein bisschen. Wenn man merkt, die ersten Kilos sind runter, dann macht der Sport mehr Spass, es ist nicht mehr so schwerfällig. Und irgendwann kommt man wie so ein bisschen in einen Strudel rein. Oder man will noch mehr, man hat andere Ziele. Das Problem da dabei ist, das Verletzungsrisiko ist extrem hoch und dazu kommt, dass euer Körper wahrscheinlich nicht mit dem umgehen kann. Der Körper tut, wenn er überfordert ist oder mit so viel Sport konfrontiert wird, häufig Fett einlagern. Also was ihr da beachten müsst, ist, dass ihr die Workouts, die ihr macht, das heisst nicht, also ich empfehle niemandem täglich zu trainieren, aber wenn ihr das würdet machen, dann müsst ihr das einfach mega genau planen, dass ihr schaut, eben Kraft macht, eben Intervall macht, eben Ausdauer macht, wie ihr das hintereinander aufreiht, dass euer Körper eigentlich gleich noch genug Regeneration hat, dass ihr sicher auch wirklich spezifische Regenerationstrainings einbaut oder dem Körper einfach sonst wirklich die Möglichkeit gibt, um runterfahren, um regenerieren, ob das mit Massage ist, Blackroll, in die Sauna gehen. Was auch immer, ich empfehle euch nicht jeden Tag Sport zu machen, auf keinen Fall. Und ja, dass ihr euch wirklich schaut. Man sagt immer, der Körper tut sich eigentlich in der Regenerationsphase anpassen. Und das muss man einfach beachten. Ich sage, ich trainiere heutzutage vielleicht 3 bis 4 Mal in der Woche. Und das passt eigentlich voll. Und ich muss auch sagen, ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen, wenn ich an einem Tag nicht trainiere. Ich esse genau gleich. Wirklich, haargenau gleich. Und es ist gut so. Es ist einfach gut so. Und ich sage euch, ich kenne viele Leute, die zugenommen haben, die sie trainiert haben, die sie übermässig trainiert haben. Und es ist einfach häufig Fett, weil sich der Körper probiert zu schützen. Und wir reden hier nicht von wenigen Kilos. Ich kenne wirklich auch Leute, die sehr hoch mit dabei sind, die wichtige Wettkämpfe bestreiten, die bis zu 10 Kilo zugenommen haben vor einem Wettkampf. Einfach, weil sie die Vorbereitungsphase nicht richtig gestaltet haben. Also lasst euch das bitte ein bisschen im Hinterkopf. Hört meine Stimme. Dann haben wir noch den dritten Tipp. Und zwar, das ist mein Liebling, da muss ich immer schauen, dass mein Puls nicht so hochkommt. Da geht es um Wunderpillen und Pülverli. Da ist es so, ich sage schon mal vorweg, wenn irgendetwas von diesem Zeug funktionieren würde, dann wüsste das die ganze Welt und niemand wäre dick. Scheißegal, ob das, ich nenne keinen Namen, aber irgendein 9-Tages- Cleaning-Kur ist, ob das ein grünes Pulver ist, das euch detoxen oder ein Tee, der eure Giftstoffe rausschwemmt, ihr nehmt nicht langfristig ab durch den Scheiß. Kein Wunder, wenn euch jemand sagt, ihr müsst auf einmal irgendeinen Saft trinken, anstatt dass ihr zum Mac sind oder sonst irgendeine Bratwurst mit Rösti gegessen habt, ist ja nicht so schwer nachvollziehen, dass ihr durch das abnehmt. Auch wenn ihr irgendeine Mahlzeit durch etwas ersetzt, logisch passiert etwas. Gerade auch wenn es darum geht, mit irgendwelchen, sie haben ja dann teilweise schon auch so ein bisschen Menüs dabei und so. Aber immer noch immer überlegen, sobald ihr mit etwas anfängt, auch wenn das zum Beispiel nur irgendwelche Vitaminpillen sind, die euch irgendetwas versprechen, dann beschäftigt ihr euch eigentlich schon mal mehr mit eurer Ernährung. Und durch das kann es eben schon auch sein, dass ihr abnehmt und dass ihr es nachher vielleicht ein bisschen behalten könnt, einfach weil ihr euch mehr damit beschäftigt habt. Aber das hat wahrscheinlich überhaupt nichts mit diesen hohen Pillen zu tun. Dazu kommt, bitte lasst den Scheiß mit dem Zeug aus Amerika oder alles, was illegal ist in der Schweiz. Das hat seine Gründe, wieso das illegal ist in der Schweiz. Ich glaube, wir sind sehr gesegnet, dass das alles so überprüft wird. Und ich kenne wirklich auch Leute, die bei mir in der Beratung sind, die ganz schwierige Probleme haben mit Magen-Darm. Aufgrund von dem, weil sie eben Laxantien genommen haben. Also das heisst, irgendwelche Abführmittel. Ich habe Leute, die irgendwelche Diätpillen, Burner, keine Ahnung was, alles von Amerika bestellt haben.
die mega Mühe hatten, damit. Zum Glück nicht langfristig. Aber das ist auch etwas, das weiss man nie. Also bitte, 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 lasst die Finger von dem. Ernährt euch ausgewogen, ernährt euch gesund, aber die Hurenpillen sind nicht der Weg. Gut, das waren die nächsten drei Tipps. Es gibt noch ein weiteres Video. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!